Der Jeep Wrangler, er ist wahrscheinlich eines der, wenn nicht das ikonischste Auto, was man sich zurzeit überhaupt noch neu kaufen kann. Dabei ist die noch aktuelle Version, der Wrangler JK, schon 2007 auf den Markt gekommen, hat jetzt also über 10 Jahre auf dem Buckel. Und dieses Review wird interessant, denn wir kennen den Nachfolger, den Wrangler JL, schon und wissen schon, was der alles besser können wird. Es gibt ihn halt nur noch nicht in Europa und man weiß auch noch nicht ganz genau, wann er denn hier auf den Markt kommen wird. All das macht es aber nicht minder interessant, die letzte, jetzt noch aktuelle Baureihe, die 2017er Modellgeneration des Wrangler JK Rubicon, mal unter die Lupe zu nehmen. Wie bereits gesagt, ist der Wrangler wahrscheinlich das klassischste Auto, was man gerade so kaufen kann und auf jeden Fall eines der Autos, das auf die längste Historie überhaupt zurückgucken kann. Ja, 1941 kam das erste Mal ein Jeep auf den Markt, damals noch für die amerikanische Armee. Seitdem gibt es dieses Fahrzeug, den Jeep. Gut, mittlerweile hat er noch den Markennamen Wrangler dazu bekommen, aber für mich ist und bleibt das hier der Jeep, ohne dass man da noch Wrangler dazu sagen muss. Mehr oder weniger gab es dieses Auto eigentlich vor allem anderen, was es aktuell in der Geländewagenwelt so zu kaufen gibt. Sei es eben auch einen Toyota Land Cruiser, den es auch schon sehr, sehr lange gibt, aber auch der kam erst hier nach. Die erste Version des Toyota Land Cruiser, so liest man zumindest, auch wenn man das nur noch so mittelmäßig nachvollziehen kann, weil es eben keine wirklichen Fahrzeuge aus der Zeit überhaupt mehr erhalten gibt. Aber diese erste Version des Land Cruisers wurde sogar per Reverse Engineering aus einem Prototypen des Willys MB herausgeleitet von der Firma Bentham, einem US-amerikanischen Hersteller, der damals das Konzept für dieses Auto oder diese Baureihe entwickelt hat, als nämlich im Krieg den Japanern so ein Auto in die Hände gefallen ist. Also diese Baureihe ist wirklich mehr oder weniger der Urbegründer des Geländewagens, wie wir ihn heute kennen. Und das ist schon eine ziemlich lange Historie, auf die die da zurückgucken können. Auch wenn die Marke mehrmals in der Zwischenzeit ihren Besitzer gewechselt hat, diese Baureihe Wrangler oder Jeep, die ist sich bis heute immer treu geblieben. Und hier beim Jeep, und das habe ich sogar auch schon so gesehen auf einem Oldtimer-Treff, den kann man neben den Willys MB stellen und man wird die Verwandtschaft dieser beiden Fahrzeuge auf den ersten Blick erkennen. Und das ist schon wirklich, das ist was Besonderes in der Fahrzeugwelt. Ja, und Jeep ist sich auch um dieser Historie bewusst. Also man findet schon viele Anspielungen an das alte Auto hier auf den Felgen des Wrangler Rubicon. Fährt zum Beispiel ein kleiner Willys MB-Kreise, da vorne auf der Frontscheibe fährt ein kleiner Wrangler die Scheibe hoch. Da oben gibt es das klassische Jeep-Gesicht mit den zwei runden Augen und den sieben Längsstreifen, was man auch noch an anderen Stellen des Autos findet. Und dort auf dem Griff, den der Beifahrer im Geländeeinsatz sehr schnell zu schätzen lernen wird, prangert auch groß die Aufschrift Since 1941. Und man muss es einfach mal so sagen, ich habe einen großen Respekt davor, dass man so eine Baureihe über so viele Jahre erhält. In den Jahrzehnten seitdem hat sich die ganze Anforderungsliste an Autos eigentlich komplett geändert. Unsere ganze Technik hat sich einmal komplett neu erfunden und dieses Auto ist sich noch sehr, sehr treu geblieben. Und das ist selbst in einem Land wie den USA, wo das besser geht als in Deutschland, schon echt bemerkenswert. So, kommen wir also zur Technik. Ich glaube, da ist der Wrangler schon wirklich mittlerweile was sehr Besonderes, denn einen Geländewagen dieses Kalibers, der auch über diese Technik und diese Aufbauart verfügt, den gibt es so nicht nochmal mittlerweile, zumindest auf keinen Fall für den Preis. Man kann sich darüber streiten, ob eine Mercedes G-Klasse das auch kann, aber für den Preis gibt es garantiert nicht nochmal. Der hat alles an Geländetechnik an Bord, was man sich nur vorstellen kann. Hier in dem Rubicon hat er auch eben dieses RockTrack Allradsystem von Jeep, was eine 4:1 Untersetzung mit sich bringt. Natürlich einen zuschaltbaren Allrad, der dann immer 50-50 vorne und hinten gelockt ist und eben die Differentialsperren an der Vorder- und Hinterachse, die gehören dazu. Starkse, das ist auch eine sehr, sehr robuste Bauweise, die da gewählt wurde. Dann haben wir hier natürlich noch eine
klassische Leiterrahmenaufbauweise, also Leiterrahmen, normales Chassis, auf dem alle Teile nur angeschraubt sind und keine selbsttragende Karosserie, die im Gelände nicht diese Verwindung abkönnte, wie das dieses Konzept hier kann. Das ist schon wirklich alles noch richtig pure Geländetechnik. Weiter geht es dann natürlich mit dem Antriebsstrang. Wir haben hier einen 2,8 Liter Dieselmotor mit 4 Zylindern unter der Haube, generiert maximal 200 PS und 480 Newtonmeter, das aber schon bei sehr, sehr niedrigen Drehzahlen. Schickt das Ganze durch einen Wandlerautomaten dann an, im Zweifel alle vier Räder mit gelockten 25% Drehmoment an jedem Rad. Und genau das ist eben das, was man hier so bekommt, wenn man sich einen Wrangler zulegt. Und das ist schon ein ziemlich solides Stück Technik. Und bei Geländewagen kann man da auch immer ja relativ viel drüber reden, weil bei Geländewagen ist eben nicht nur interessant, immer den modernsten technischen Stand immer einzubauen, habe ich ja auch schon mal in meinem Mitsubishi Pajero Video gesagt, sondern es kommt auch eben oft darauf an, wie komplex man das Ganze aufbauen möchte. Umso komplizierter so ein Auto wird, umso weniger haltbarer wird es auf die Dauer theoretisch auch. Ja? Also wenn man zum Beispiel hier in Deutschland ein Auto haben möchte, dass man Offroad fährt, da kann man im Zweifelsfall dann auch nochmal einen rufen, der einen abschleppt und fährt in die nächste Vertragswerkstatt und gut ist. Ja, aber wenn man irgendwo im Busch gelandet ist, wo man alles, was irgendwie kaputt geht, selber reparieren muss, dann ist eben so ein komplexer Aufbau absolut nicht wünschenswert. Und dementsprechend ist es halt eben die Frage, welchen Weg wollte der Hersteller da gehen. Und Jeep ist hier auf jeden Fall den komplett mechanischen, 100%ig robusten Weg gegangen, was Motor, Getriebe, Antriebsstrang und die gesamte Aufbauweise von Chassis und Fahrwerk angeht. Hier gibt es kein Luftfahrwerk. Luftfahrwerk ist eine coole Sache, wenn man eben Offroad fahren möchte und das Auto nochmal anheben will. Aber wenn es kaputt geht, dann liegt man. Ja? Und das ist halt was, das ist hier eben nicht verbaut. Was nicht dran ist, kann auch nicht kaputt gehen. Und der Jeep ist wirklich aktuell das beste Beispiel für eine robuste und rein mechanische Aufbauweise dieser ganzen Technik. Klar, ich meine, hier gibt es auch noch so modernen Kram. Es gibt eine Bergabfahrhilfe und so Zeug. Und auch wenn so eine Getriebesteuerung kaputt geht, ist jetzt auch nicht so toll. Aber soweit das beim aktuellen Stand der Technik noch möglich ist, ist das hier wirklich alles rein mechanisch. Und dann noch eine kleine Besonderheit, die wir hier an Bord haben, ist der entkoppelbare Frontstabilisator. Das ist auch eine Sache, die dem Auto nochmal deutlich mehr Verschränkung gibt, wenn man das eben wünscht. Okay, jetzt haben wir die Technik. Dann müssen wir natürlich auch mal anfangen, über das Fahrverhalten zu reden. Und ich muss zwangsweise auch hier anfangen, über das Straßenfahrverhalten zu reden. Und ich muss ehrlich sagen, ich mache es nicht gerne. Warum? Alles, was ich jetzt sage, soll keine Kritik sein, weil alles, was ein Geländewagen im Gelände gut macht, ist auf der Straße meistens suboptimal. Das kann aber keine Kritik wirklich sein, weil, wie gesagt, die Anforderungen an einen Geländewagen und an ein Straßenfahrzeug sind technisch komplett andere. Wenn man beim Geländewagen ernsthaft anfängt, das Straßenfahrverhalten zu kritisieren, dann wäre das in etwa so, wie wenn man anfängt, bei einem Supersportwagen am Kofferraumvolumen rumzumäkeln. Trotzdem, klar, viele fahren dieses Auto auch im Alltag und deswegen muss ich natürlich auch nochmal drüber reden, wie verhält sich das Ding denn jetzt eigentlich auf der Straße? Nun ja, wie ich bereits gesagt habe, die ganzen Komponenten, Geländefahrverhalten, Straßenfahrverhalten beißen sich so ein bisschen. Bestes Beispiel an der Stelle, die Lenkung. Die Lenkung ist ziemlich indirekt. Man braucht schon teilweise wirklich so einen Lenkeinschlag, um auf gerader Strecke das Auto gerade halten zu können. Gut, ist so. Aber warum ist es so? Naja, im Gelände ist es ja natürlich so, dass alle Komponenten immer mal wieder richtige Schläge abbekommen. Wenn man irgendwo dann runterrollt und dann ist ein Stein vor dem ganzen Auto und dann gibt es einen richtig heftigen Schlag auf das ganze Lenkgestänge. Und dementsprechend wird es natürlich bei Geländewagen so konstruiert, dass diese Schläge möglichst wenig an den Fahrer weitergegeben werden. Weil sonst hackt man einem tatsächlich, wenn man so fährt, den Daumen ab, wenn die Lenkung so einen richtigen Schlag abbekommt. Und deswegen ist es hier so konstruiert, dass selbst ein Schlag auf das Fahrwerk draufkommt, dass man das Auto auch noch gut halten kann in dem Moment. Und das ist hier wirklich gut. Ja, also selbst im extremsten Geländeeinsatz, den ich jetzt damit hatte, wo auch man mal runtergerutscht ist und die Lenkung verrissen hat, es ließ sich immer noch gut halten. Das Geländeverhalten dieser Lenkung ist mir natürlich viel, viel wichtiger. Das nächste gilt zum Beispiel auch fürs Fahrwerk. Auch da ist wieder so eine Sache. Er hat relativ harte Stabis, aber ein eigentlich weiches Fahrwerk, so wie man das natürlich dann auch im Gelände teilweise braucht, weil man möchte ja nicht, dass an einem starken Hang das Auto sich zu weit in das hangäußere Fahrwerk reinneigt. Man möchte ja, dass es möglichst stabil bleibt. Deswegen hat man eben etwas härtere Stabis hier. Natürlich logischerweise auch, um das Auto in engeren Kurven gerade zu halten, aber vor allem, denke ich mal, um eben im Hang die Stabilität beizubehalten.
Und das Ganze macht sich dann im Straßenfahrverhalten leider eben auch negativ bemerkbar. Weil eben, wenn man über irgendwelche Unebenheiten drüber humpelt, zum Beispiel ein Schlagloch oder einen Gullideckel, dann hoppelt das Auto schon ganz schön, ja, da drüber und ist schon ziemlich unsanft. Die Sitze gleichen es zum Glück einigermaßen aus, die sind wirklich ziemlich gut. Wie gesagt, kritisieren möchte ich das alles nicht. Eine nächste Sache ist dann auch wieder so der Motor. Auch der ist durch seinen langen Hub und das alles ja eher darauf ausgelegt, in niedrigen Drehzahlen gut zu funktionieren und vor allem viel Druck da zu generieren. Und dann sind wir jetzt hier auf der Autobahn, ich sag mal, bei 100 km/h und selbst bei 100 km/h sind wir schon aus diesem Wohlfühlbereich des Motors raus. Und dann sind wir schon knapp bei über 2000 Umdrehungen und da ist ja eben dem sein grüner Bereich auch im Tacho hier extra markiert, wo der Motor seinen Wohlfühlbereich hat. Ziemlich lustig, habe ich bei keinem anderen Auto bis jetzt so gesehen. Kenne ich eher sonst so aus Flugzeugen und LKWs, aber ja, eben der Tacho hat hier einen grünen Bereich, in dem er anzeigt, wo sich der Motor am wohlsten fühlt. Und der ist dann bei 100 km/h schon fast überschritten und bei 110 ist er halt endgültig überschritten. Und dann hat man natürlich auch noch einen großen Luftwiderstand, hat viele Windgeräusche um das Auto drumherum. Ich bin mit dem Auto dann jetzt auch maximal so 120 gefahren. Er könnte mehr, aber mehr fühlt sich einfach nicht mehr richtig an, wie das bei Geländewagen eben so ist. Macht sich dann auch negativ im Spritverbrauch bemerkbar. Also ich sag mal, so unter 9,5 Liter wird es echt insgesamt ziemlich schwer, das Auto zu bewegen. Ich selbst jetzt bei den langsamen Fahrten, die wir die ganze Zeit gemacht haben, viel Landstraße, wenig Stadt, wenig Autobahn und selbst da habe ich jetzt auf ihn maximal auf 9,3 runterbekommen. Ich denke mal, es geht schon noch ein bisschen weniger, aber wenn man eben auch ein bisschen mehr Autobahn oder ein bisschen mehr Stadt dabei hat, dann wird das schon mal so der Verbrauch sein, mit dem man rechnen kann. Und ich war da jetzt wirklich, wirklich gediegen unterwegs. Gut, was hätten wir da noch? Eine Sache möchte ich dann aber wirklich mal meckern und das ist das Getriebe bzw. die Getriebesteuerung. Die habe ich so erlebt, dass ich eigentlich überhaupt nicht weiß, was die möchte. Gerade wenn Getriebe und Motor noch kalt sind, weiß die überhaupt null, wie sie schalten soll. Klar, der Bereich ist nur relativ kurz, ist immer so nach 5 Minuten ist es schon warm genug und dann weiß er schon einigermaßen, was er will. Aber bis der Moment gekommen ist, wo das einigermaßen warm ist, schaltet die ständig hin und her. Also selbst bei einer Gaspedalstellung ein Tempo. 45 km/h durchs Dorf, durch die Stadt, wenn man konstant einfach nur fährt und das Getriebe macht die ganze Zeit, schaltet die ganze Zeit hin und her, weiß null, was es möchte und es gibt auch mehrere Geschwindigkeitsbereiche, in denen er dann überhaupt nicht weiß, was er will. Das muss einfach mittlerweile besser gehen. Wenn er einigermaßen warm gefahren ist, dann geht's, dann hat er diese Macken nicht mehr. Und was man bei einem Automatikgetriebe halt eben auch wissen muss, man kann natürlich auch lernen, mit einem Automatikgetriebe richtig zu schalten. Ja, das ist eine Sache, dass viele Leute denken einfach, ja, Automatikgetriebe, gut, dann macht der ja meine Arbeit und fertig ist, das ist ja ein Automatikgetriebe. So ist es nicht unbedingt gedacht. Ja. Man kann bei Automatikgetrieben natürlich auch über das Verhalten am Gasfuß triggern, wie der schalten soll. Und wenn man das eben einigermaßen drauf hat, wie man mit dem Gasfuß umgehen muss, damit er so schaltet, wie man möchte, dann geht das auch hier. Aber jetzt mal bei modernen Getrieben habe ich bis jetzt eigentlich das in der letzten Zeit eher so erlebt, dass die schon auch ohne, dass man das erlernt hat, wissen, was sie wollen. Ja, das ist jetzt eher so bei alten Mercedes-Getrieben, dass man da wirklich lernen musste, mit dem Gasfuß umzugehen. Aber wenn man es hier einmal drauf hat, wie es geht, dann ist das Getriebe auch kein ernsthaftes Problem mehr. Man muss aber ganz ehrlich sagen, das können viele Autos heute besser. Was man aber hier beim Straßenfahrverhalten nochmal dazu sagen muss, und das ist auch mal mein erstes kleines Zwischenfazit, das hier ist natürlich eben die ältere Generation und ich habe gehört, ich bin ja natürlich selber noch nicht gefahren, aber ich habe schon ein bisschen was durchgelesen und nochmal angeguckt zu dem neuen JL Jeep Wrangler und der soll sich im Straßenverhalten dann doch deutlich verbessert haben im Vergleich hier zum JK. Und das ist einfach mal ein Zwischenfazit, was ich jetzt schon mal einstreue und zwar, dass der, wenn man eben ihn als Alltagsauto verwenden möchte, das Warten sich lohnen kann auf das neue Modell, weil er eben das Straßenfahrverhalten in vielen Punkten besser sein soll, als es jetzt ist. Wenn man ihn aber als Freizeitmobil haben möchte, also fürs reine Offroad-Fahren oder halt eben in der Garage stehen, immer mal wieder Offroad-Fahren, Freizeitmobil, wie man das eben so benutzt, dann ist der JK immer noch auf dem top aktuellen Stand. Ja, da wird auch der neue nicht mehr so gigantisch viel besser sein, als der es hier ist. Also ich denke mal, auch wenn man wirklich ihn fürs Geländefahren haben möchte, dann ist selbst diese Baureihe noch ein guter Kauf. Er ist natürlich über Jahre jetzt erprobt. Die Jeep-Community hat dieses Auto hoch und runter ausprobiert. Es gibt Ersatzteilversorgung, es gibt für alles, was man hier dran irgendwie machen möchte, jemanden, der weiß, wie man es macht. Und da ist der JK echt eine richtig gute Wahl. Nur eben, wie gesagt, in diesen Alltagsfeatures, da wird eben
der neue nochmal sich gut verbessert haben. So, und damit kommen wir zu dem sehr viel wichtigeren Teil des Fahrverhaltens dieses Autos, beziehungsweise vor allem des Fahrkönnens dieses Fahrzeugs. Und das wäre der Offroad-Einsatz. Wir sind hier gerade im Offroad-Park unterwegs und ich kann einfach nur sagen, ich bin beeindruckt. Dieses Teil ist durch nichts zu bremsen. Und alles, was ich auch vorher gesagt habe, funktioniert hier im Gelände einwandfrei. Das Einzige, was ihn so ein bisschen ausbremst, ist eben noch die Bodenfreiheit. Da ginge noch ein bisschen mehr. Und natürlich auch die Fähigkeiten der Reifen. Also wenn auch an allen vier Rädern kein Grip mehr vorhanden ist, wir sind hier teilweise an Steigungen, die komplett zugefroren sind, dann kommt auch dieses Auto nicht mehr hoch, egal was man tut, weil dann drehen einfach alle vier Räder konstant durch. Selbst mit eben den Untersetzung und Differentialsperren eingeschaltet. Aber ja, abgesehen davon ist dieses Auto kaum aufzuhalten. Und das ist schon ziemlich eindrucksvoll, was der hier abliefert. Und alle Komponenten funktionieren auch einwandfrei. Wie ich bereits gesagt habe, die Lenkung macht ab auf der Straße ja keinen Spaß, aber hier Offroad gibt sie wirklich gutes Feedback. Ja, also man spürt genau, was die Räder, wie sie sich gerade verbinden, was unter ihnen ist. Und man kann dann entsprechend genau gegenlenken. Ich habe nie, selbst bei stärkeren Schlägen, da irgendwas dagegen gekriegt. Und ich konnte immer ordentlich gegenlenken und ordentlich die Lenkung auch festhalten. Und trotzdem hat sie mir ein sehr gutes Feedback zurückgegeben. Das Fahrwerk sorgt natürlich dafür, dass alle Reifen in jeder Situation auf dem Boden bleiben. Hier haben wir jetzt mal ein Schlammloch. Aber auf der anderen Seite haben wir immer noch irgendwo ein bisschen Grip übrig. Bartiefe sind hier ein bisschen mehr als 75 cm. Das ist für ein Auto ohne Luftfahrwerk schon sehr, sehr gut. Und alle Komponenten, die irgendwie wichtig sind, sind auch weitestgehend vom Boden eben weggehalten. Und die Bodenfreiheit wurde noch maximiert. Natürlich das Untersetzungsgetriebe macht hier gut seinen Job. Und ja, auch der Motor ist natürlich für genau diesen Einsatz hier gebaut. Hat viel Drehmoment von nichts ab. Das heißt, wenn man ganz leicht aufs Gas geht, drückt er das Auto sofort einen Berg hoch ohne Probleme. Und auch das Automatikgetriebe, da gibt es hier abseits der Straße gar keine Kritikpunkte mehr. Also das schaltet dann auch so, wie ich mir das vorstellen würde. An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass der Wrangler noch einiges an verborgenem Offroad-Potenzial hat, das im Serienzustand noch nicht erreicht wird. Mehr noch, ich würde sogar einige Modifikationen dringend empfehlen, wenn man ernsthaft im Gelände fahren will. Wichtig hierbei ist zu wissen, wie schwer das Gelände, in dem man am Ende unterwegs sein wird, wirklich ist. Die wichtigsten Modifikationen wären zuerst einmal eine Höherlegung und vor allem richtige Offroad-Reifen. Das alleine setzt nochmal einiges an Potenzial frei. Aber auch weiterhin gibt es viele Kleinigkeiten, die man noch ändern kann oder sollte. Die Frontschürze ist, vermutlich aufgrund des Fußgängerschutzes, recht lang und weich. Einsatz in sehr zerklüfteten Geländen oder bei Eis wird sie nicht überleben. Die Serienfelgen sind ebenfalls nicht wasserlochtauglich. In der Serie ist das Auto eben doch noch an einigen Stellen sehr zivil gehalten. Wichtig dabei ist aber, dass es für das Auto absolut jede noch so kleine, nur erdenkliche Modifikation in vielfacher Ausführung gibt. Winschen, Fahrwerke, Schnorchel, Front- und Heckstoßstange, Zusatzbeleuchtung, selbst komplette verstärkte Achsen und vieles mehr. Für den Wrangler gibt es wirklich alles, was man sich im Gelände nur wünschen kann. Ich empfehle sogar beim Kauf noch ein paar tausend Euro in der Hinterhand zu halten, um all das, was man braucht, anbringen zu können, wenn man wirklich Offroad fahren möchte. Und es ist auch relativ schwer, irgendwas zu finden, was diesem Auto hier im Gelände das Wasser reichen kann. Ja, von seinem gesamten Verhalten und wie weit er eben kommt, ist das schon verdammt, verdammt gut. Bergabfahrhilfe ist aktiviert, das heißt, wir müssen jetzt einfach vom Gas gehen, den Rest macht das Auto von selbst. Super entspannt an der Stelle. Genau, also was vielleicht noch mithalten kann, ist, ich sag mal, Mercedes G-Klasse, 350D Professional. Der ist natürlich länger, aber auch den gibt es in den Hardcore-Geländeausführungen. Oh, jetzt haben wir hier ein Riesenloch, ja, festhalten. Und es ist trotzdem absolut kein Problem für dieses Auto. Das ist schon ganz gut. An einer Sache muss ich aber noch ein bisschen rummeckern. Da gäbe es, wenn man ein teureres Auto für den Offroad-Einsatz hat, noch bessere Optionen, und zwar dieses Verteilergetriebe. Das ist natürlich eine etwas simplere Technik und das funktioniert wunderbar. Also wenn man einmal jetzt so Offroad fährt, wie wir das gerade machen, dann legt man einmal am Start die Untersetzung rein. Ich sag mal, 25 km/h überschreitet man hier selten. Eigentlich ist man eher noch bei Schrittgeschwindigkeit mit, ich sag mal, maximal 10, 15 km/h unterwegs. Und im Extremfall, wenn man wirklich Strecke hat, wo man Gas geben kann und wo man problemlos vorwärts kommt, dann liegt man vielleicht mal bei 30 und in den Geschwindigkeitsbereichen kann man die Untersetzung und den Allrad einfach immer drin lassen. Es gibt aber natürlich auch Situationen für Geländewagen, wo man immer mal wieder zwischen gutem Untergrund und schlechtem Untergrund wechselt. Und dann ist so ein Verteilergetriebe ein bisschen nervig. Also wir haben jetzt auch einmal mal einen Fall ausprobiert, da kommt man vom Offroad auf eine Straße quer drauf, also auf einen asphaltierten Feldweg. Man kommt quer drauf und vor der ganzen Geschichte ist dann ein großer Berg.
So, dann steht man gerade hochgefahren, braucht ihr das Untersetzungsgetriebe, braucht ihr die Differentialsperren und dann steht man davor und man kriegt das alles nicht mehr raus, weil man erstmal so 20, 30 Meter braucht, mindestens, um das Ganze ein- und auslegen zu können. Also es ist manchmal schon so ein bisschen geackert, bis hier der Gang drin ist. Es wird ja nicht elektronisch eingelegt, sondern wirklich per Hand. Und ja, also man muss einfach wissen, jetzt fahre ich ins Gelände, dann braucht man also im entspannten Fall 200 Meter, in denen man rollen kann. Man muss dann in neutral gehen, rollen und dann die Untersetzung und das alles einlegen. Und dann geht das Ganze ganz entspannt. Aber wenn man öfter mal eben die Situation hat, dass man wechseln muss zwischen diesen Bedingungen, dann wäre es so, wie es hier ist, nicht optimal, das muss man ehrlicherweise sagen. Dann wäre so ein System wie in der Mercedes G-Klasse, wo man ein Permanentallrad hat und dann zusätzlich die Untersetzung und die Differentialsperren elektronisch einlegen kann, wäre da an der Stelle komfortabler. Und auch ein Pajero hat dieses Einlegen und Wechseln von Untersetzung und Differentialsperren etwas flüssiger und besser funktioniert. Aber das wäre so wirklich das Einzige, was ich in irgendeiner Form sagen könnte. Da wäre noch Verbesserungspotenzial oder da wäre eine teurere Option im Gelände fähiger als der hier. Aber eigentlich ist das hier schon as good as it gets. So, kommen wir dann also nochmal zu den Punkten Qualität und Bedienung. Was kann man dazu so sagen? Die Bedienung, damit möchte ich erstmal anfangen. Die ist, ich sag mal, relativ simpel. Es ist alles einigermaßen da, wo man es erwarten würde. Man muss sich aber so ein bisschen an das Auto gewöhnen. Ich sag mal so, ich bin jetzt nicht eingestiegen und wusste sofort, wo alles ist. Ich muss mich jetzt schon erstmal so ein bisschen damit auseinandersetzen, wo liegt welcher Knopf. Aber wenn man sich eben erstmal einmal dran gewöhnt hat, dann gibt es hier eigentlich gar nichts mehr dran zu meckern. Also da liegen alle Knöpfe so, wie sie eben hingehören. Generell würde ich auch für, ja, ich sag mal, Leute, die nicht mit Geländewagen vertraut sind, im Generellen, empfehlen, einfach mal die Bedienungsanleitung durchzulesen. Das hilft bei einem Auto wie dem hier schon sehr. Gerade auch, was zum Beispiel dieses RockTrack-Allradsystem angeht, mit dieser, ja, Transferbox. Ja, da muss man auch bestimmte Dinge beachten. Ja, also wenn man dann hier versucht, jetzt im Stand und dann im Parken das einzulegen, das wird nicht richtig funktionieren. Ich meine, ich wusste es vorher schon. Das ist auch bei anderen Geländewagen absolut nicht anders, gerade bei älteren. Aber wer das halt eben noch nie gesehen hat und noch nie benutzt hat, der muss schon nochmal einfach mal in die Anleitung gucken, wie das dann funktioniert. Auch wann man zum Beispiel hier die Differentialsperren einschalten kann oder wie eben der entkoppelbare Stabi funktioniert. Das sollte man sich einfach nochmal durchlesen, ja, damit man eben weiß, wie genau das so alles läuft. Genau, nächste Sache ist dann natürlich nochmal hier sowas wie diese Bedienelemente hinter dem Lenkrad, auch sowas, daran muss man sich gewöhnen, da muss man erstmal wissen, wie das funktioniert. Man kann hier auf der linken Seite Lieder skippen, auf der rechten Seite kann man die Lautstärke hoch und runter machen und da kann man auch mal nochmal sein Radio einstellen. Hier ist das Wichtige für das Fahren, ist auf dem Lenkrad drauf, so wo es eben auch hingehört, und hier hinten, da kann man ja einmal durchprobieren, wie das funktioniert. Und schön ist auch, dass man dabei dann eben die Hand nicht vom Lenkrad wegnehmen muss und dass man trotzdem alle Bedienelemente einigermaßen sortiert hat. Und da, so wie es hier gelöst ist, finde ich Bedienteile hinter dem Lenkrad sogar eigentlich ziemlich gut. Und dann nochmal zu dem Navi. Das ist eigentlich das, wo man sich, denke ich, am meisten einfuchsen und dran gewöhnen muss. Es ist schon, ich sag mal, das etwas ältere Semester unter den Navis und unter den Multimedia-Systemen. Kann aber eigentlich alles, was man braucht. Also AUX-Eingang, hat USB, hat sogar eine Festplatte, auf die man seine Lieder überspielen könnte. Navigation funktioniert auch, ist halt nicht die allerschnellste, ist auch nicht die schönste Darstellung. Man muss sich ein bisschen damit auseinandersetzen, wie das funktioniert. Klar, an solchen Stellen. Was diese gesamte Bediengruppen hier angeht, das macht der neue Wrangler, der JL, natürlich nochmal deutlich besser. Also was das angeht, haben sie sich natürlich dann wieder verbessert. Da gibt es dann natürlich auch das große neue U-Connect, was es im Grand Cherokee schon gibt, was deutlich schneller ist, deutlich einfacher in der Bedienung, deutlich mehr Individualisierungsmöglichkeiten hat, besser auf die Fahrzeugsysteme zugreifen kann. Ja, all solche Dinge wird das eben besser können, deutlich schneller, deutlich größer. Und klar, dass der JL da besser sein wird. Was auch ganz cool ist, ist, dass man sich hier im Tacho die, ich sag mal, wichtigsten Informationen zu dem Auto gerade anzeigen lassen kann. Also zum Beispiel den Öldruck, das kann man sich anzeigen lassen. Oder aber auch die Temperatur von dem Getriebe. Das ist eine ziemlich coole Sache, dass das so geht. Das braucht man im Gelände auch ab und zu mal. Ja, also wenn man irgendwas hier nicht funktioniert, dass man gucken kann bei diesen Werten, wie es denn da gerade ist. Auch, dass er richtige Reifendruckkontrolle hat und einem sagt, wie viel Druck da gerade wirklich drauf ist. Auch sowas sind so wichtige Sachen für ein Geländefahrzeug und das ist alles eben hier an Bord. Also an der Stelle eigentlich eine ziemlich gute Bedienung. Klar ist aber auch, dass die Bedienung im Nachfolger nochmal deutlich besser sein wird. Dann weiter im Text, wie sieht es mit der Qualität aus? Die Qualität hat mich hier sogar sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Also klar hat man hier überall ein bisschen Hartplastik, auch was so Spaltmaße angeht. Ja, natürlich hat der Spaltmaße. Ja, das ist natürlich mehr als bei einem Audi, aber die Spaltmaße sind überall konsistent. Und das
kann manche andere Hersteller, wie zum Beispiel den Renault, nicht von sich behaupten. Da gibt es manchmal an einem Bauteilübergang erst so ein kleines Spaltmaß, dann so ein großes und dann wieder so ein kleines, was ich dann irgendwie einfach echt grauenhaft finde. Aber hier eigentlich alles relativ konsistent und richtig auch gut zusammengebaut bei dem Auto. Und das muss man auch erstmal so schaffen. Das könnte bei der Preisklasse deutlich schlechter sein, als es hier ist. Auch was das ganze Interieur angeht, wie gesagt, etwas mehr Hartplastik. Aber das ist ja nicht schlimm. Ja? Ich meine, man möchte ja auch eben bei einem Geländewagen die etwas robustere Ausführung, dass man mit einem Lappen drüber gehen kann, dass es nicht so schlimm ist, wenn man einen Kratzer reinkommt. Ja, man kann natürlich auch einen teuren Geländewagen kaufen, indem man dann hier das teure Interieur hat. Aber wenn man das wirklich im richtigen Offroad-Einsatz hat, dann möchte man das ja eigentlich auch gar nicht haben. Und was man auch sagen kann, ist, dass dieses Hartplastik ziemlich gut zusammengebaut ist. Also es knarzt und knackt jetzt nicht wirklich viel. Ja, alle Knöpfe sitzen einigermaßen in einer Reihe. Sowas, was eben ein gut zusammengebautes Auto ausmacht, ist hier gut abgedeckt und auch, dass man die Knöpfe eben, die haben das entsprechende Feedback. Ja, man kann die auch mit einem Handschuh noch gut bedienen. Sowas sind einfach, ja, Top-Sachen. Und auch, dass das ganze Auto nicht so wirklich viel knarzt. Also ich sag mal, selbst jetzt im härtesten Geländeeinsatz, den ich jetzt so hatte, also bei voller Verwindung des Chassis, selbst dann hat hier nicht so wirklich richtig geknarzt. Und das ist schon auch wieder bemerkenswert, weil man muss halt dran denken, dass all das hier, was man hier so sieht, keine tragenden Teile sind. Die sind nur so dran geschraubt. Man kann hier die Türen abschrauben, man kann das Dach abschrauben, man kann das Hardtop hinten abschrauben, man kann die Frontscheibe sogar umlegen. Das Toolkit für all diese Sachen ist dabei und trotzdem knarzt und knackt hier nicht so viel. Also ich sag mal so, ein 1er Cabrio erste Generation, zügiger gefahren auf einer Landstraße, knackt mindestens genauso viel wie der hier im harten Geländeeinsatz, obwohl das hier eben alles keine festen Verbindungen, keine tragenden Teile sind. Und das ist schon wirklich gut. Also da kann man absolut nichts meckern. Und ich möchte einfach nochmal sagen, dass der Wrangler, finde ich, das beste Freizeit- und Offroad-Vehikel ist, was ich mir so vorstellen und was man aktuell von Geld so kaufen kann. Warum? Ganz einfach, man hat hier erstmal diese richtig robuste Bauweise, auch mit diesen Kunststoff- und nicht lackierten Fendern. Ist kein Problem, wenn da mal ein Stein dagegen fliegt. Man hat auch die etwas geschützte Karosserie, die nicht so breit ist wie der Radstand selbst. Und dass man dann ein bisschen vor größeren Stämmen und Ästen, die einem irgendwie entgegenliegen könnten, dann geschützt ist. Und auch einfach, dass man in diesem Auto wirklich komplett alles auseinanderbauen kann. Das ist eine ziemlich coole Sache. Ja, man hat natürlich hier erstmal die komplette robuste Geländetechnik und dann kann man auch eben noch alles nach seinen Wünschen auseinanderbauen. Man kann hier die Türen abnehmen, man kann das Dach abnehmen, also hier diese beiden Panels über dem Fahrer- und Beifahrersitz und hinten das Hardtop. Beim Hardtop dauert es ein bisschen länger. Jeep empfiehlt auch nicht unbedingt, das abzunehmen, aber es ist eben möglich. Und das Toolkit, was man dafür braucht, ist sogar dabei. Man hat hier extra das Jeep Softtop Hardtop and Door Removal Toolkit. Das hat dein Auto ganz sicher nicht dabei. Ein Toolkit, mit dem man die Türen und das Dach ab- und auseinanderbauen kann. Das ist schon ziemlich cool und das spricht auch alles für den Jeep als ikonisches Offroad- und Freizeitvehikel, wie gesagt. Und ich würde das auch alles erstmal zeigen und alles abbauen, aber es sind zurzeit schon wirklich ziemlich frostige Temperaturen, deswegen lasse ich das an der Stelle jetzt mal, weil das Ganze dauert schon eine ganze Weile. Es ist auch nicht so dafür gedacht, dass man das jetzt innerhalb von 2 Minuten machen kann. Ja, aber klar, wenn man zum Beispiel im Sommer einfach mal einen Tag Offroad fahren gehen möchte, an einem Sonntag oder sowas, dann baut man morgens das alles ab, lässt es daheim in der Garage liegen, dann hat man das beste Freiluftfeeling, was man so bekommen kann. Außer, dass in Deutschland es vielleicht passieren kann, dass dann einer meckert, weil die Außenspiegel nicht mehr da sind. Aber abgesehen davon, ja, kann man einfach alles abbauen und das ist sogar legal, damit durch die Gegend zu fahren. Ja, und dann hat man eben hier mit auch dem Überrollbügel, mit dem gepolsterten, der da drunter ist, den absoluten Freiluft-Jeep. Und ich meine, ganz ehrlich, guckt euch dieses Auto einfach mal an. Ich finde es ziemlich cool, auch wie das Ganze designt ist, mit diesem ikonischen Design, mit seinen 2 urigen Halogen-Rundleuchten, die er da vorne hat. Zu denen noch ein kleines Wort. Ich finde die übrigens gar nicht mal schlecht. Ich bräuchte jetzt hier gar kein Xenon, weil wenn man hier eine Halogenleuchte hat, wenn die mal kaputt geht, dann kann man die innerhalb von Minuten austauschen. Und das Licht, was da drin ist, ist gar nicht so dunkel. Also es ist eigentlich schon ein ziemlich helles Licht. Und ja, das sieht einfach super urig aus, wie er hier in seinem klassischen alten Design steht. Mit eben auch diesem wirklich richtig viereckigen Design und hier dieser lustigen Metallantenne, die die ganze Zeit beim Fahren hin und her wippt. Ich finde, das ist einfach ein super cooles Auto und ein wirklich unschlagbares Freizeitfahrzeug. Und was ich auch einfach nochmal positiv bemerken wollte, ist, dass bei diesem Auto schon auch im Detail nachgedacht wurde beim entsprechenden Design von Interieur und Co. An manchen Stellen. Und mich freut das immer wieder, wenn man auch bei der Entwicklung von so einem Fahrzeug über die Kleinigkeiten nachdenkt. Was meine ich genau? Zum Beispiel als ersten Punkt hier, die Mittelkonsole hat auch noch einen USB-Anschluss, wo man sein Handy zum Beispiel dran laden kann. Und die hat ja auch nochmal oben ein zweites Fach. Und
in diesem Fach, wo der USB-Anschluss ist, da gibt es einen Kabelkanal nach außen, der entweder in das Fach nach oben oder aber sogar komplett nach außen geht. Und natürlich, ja, das braucht man nicht unbedingt, weil eigentlich braucht man sein Handy ja bei der Fahrt nicht, aber vielleicht lädt ja auch der Beifahrer sein Handy an diesem USB-Anschluss. Und dann ist es eben ganz cool, wenn man einen Kabelkanal hat und das Handy eben auch während man es auflädt oder während man darüber Musik hört, benutzen kann. Und über sowas denken selbst manche deutsche Hersteller nicht nach. Opel. Und das ist nicht das Einzige, was ich ziemlich cool finde. Es gibt eine Sache, die ich noch viel cooler finde. Wie ich bereits gesagt habe, man kann ja diesem Auto ja die Türen und das Dach abschrauben. Was hat man dann? Man hat einen Haufen Schrauben in der Hand. Wo tut man die hin? Aha, auch darüber hat Jeep nachgedacht. Unter dem Kofferraum gibt es ja eigentlich nicht mehr viel Platz, aber ein Wagenheber ist da ja zum Beispiel auch. Und wenn man die Kofferraumabdeckung anhebt, dann ist da drunter ein kleiner Plastiktray, in dem extra Löcher gebohrt sind, in denen man jede einzelne Schraube, die man hier abschrauben muss für Dach und Türen, reintun kann. Das heißt, für jede Schraube gibt es ein vorgefertigtes Loch, auf dem auch benannt ist, an welches Bauteil sie am Ende wieder gehört. Das heißt, man hat erstmal auf einen Blick, dass alle Schrauben auch wirklich da sind und sie können nicht verloren gehen. Ja, so weiß man immer, wo, wenn man eben seine Tür abgebaut hat, die Schrauben dafür sind. Sowas ist einfach cleveres Denken, weil man macht dann am Ende ja auch wieder die Abdeckung für den Kofferraum drüber und dann können die nicht mehr verloren gehen, können nicht mehr wegwackeln und wenn man seine Türen wieder anschrauben möchte, macht man einfach die Abdeckung hoch und weiß immer, wo seine Schrauben sind. Und das ist einfach so ein Nachdenken im Detailgrad, das mich immer wieder aufs Neue freut, wenn Autohersteller so weit gedacht haben. Nun also zu den Kritikpunkten. Es gibt nicht viele. Der Jeep ist schon sehr, sehr gut in dem, was er sein möchte. Ein Freizeit-Offroader. Zwei Sachen gibt es aber doch, die mich gestört haben. Zuerst einmal ist die Motorhaube nicht abschließbar. Die beiden Laschen sind alles, was ich gefunden habe, was sie zuhält. Egal, ob das Auto abgeschlossen ist oder nicht, man kommt immer an den Motor. Batterieklauen leicht gemacht. Da finde ich das Schloss an der falschen Stelle gespart. Der zweite Punkt ist der Serienzustand. Das Auto ist als Rubicon ein reiner Offroader, wird als nichts anderes verkauft und kann streng genommen auch sonst nicht viel. Deshalb sollten ein, zwei Komponenten meiner Meinung nach serienmäßig schon stabiler sein. Wie gesagt, dass hier keine Stahlfrontschürze mehr verbaut wird, ist aufgrund der neuen Sicherheitsstandards logisch und noch vollkommen verständlich. Die Felgen dagegen gehen überhaupt nicht. Glanzgedrehte Räder auf einer Offroad-Version eines reinen Geländewagens, das verstehe ich ehrlicherweise nicht. Diese Felgen überleben keine zwei Wasserdurchfahrten mit leichtem Schlamm, ohne nachhaltig beschädigt zu werden. Was auf dem Sahara oder Sport noch okay wäre, finde ich, gehört auf den Rubicon absolut nicht drauf. Zumindest die Option, robustere wählen zu können, fände ich hier absolut notwendig. Fazit. Ich glaube, ich habe alles zu dem Auto mehr als ausführlich gesagt. Ich mag den Wrangler sehr gerne und hoffe, dass die Serie noch ihr 100-jähriges Jubiläum schafft. Für die, die am liebsten neben der Straße unterwegs sind, ist er nahezu das perfekte Auto. In meinen Augen ist er im Gelände das, was der Porsche 911 auf der Rennstrecke ist. Es gibt bessere, es gibt schnellere, aber es gibt kein besseres Gesamtpaket zum aufgerufenen Preis. Seine kleinen Macken sind mit wenigen Tuningteilen problemlos zu beheben. Und gerade der alte JK Wrangler macht noch eine richtig gute Figur und zeigt damit, dass es im Gelände manchmal sogar gut ist, etwas einfacher und rustikaler gestrickt zu sein. Dafür, dass ich sein Anfahren mit einem Rülpser unterlegt habe. Das war geil.